Morgen, Leute. Also, mir hat gerade geklingelt, es ist 6 Uhr. Oh, es regt die Augen kaum auf. Ich werde mich jetzt ins Bad begeben und dann erstmal einen Kaffee kochen. Und dann geht's auf Tour nach Burg Falkenstein. Taxi haben wir vorbestellt, damit wir ja nicht zu spät kommen. Das ist ja nämlich immer so ein Problem mit den Taxis. Oh, und dann werde ich um 7 Uhr meine Holde aus dem Bett hauen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Weiteres Material dann später. Und dann werden wir mal gucken. Oh, ich bin total müde. Ja, irgendwie, das ist doch total kalt, ja. Ich habe heute Nacht die Decke geklaut von meinem Schatz. Ich hatte so ein schönes Daunenfederteil. Jetzt konnte ich noch eine Runde pennen. Jetzt bin ich endlich müde. Also, ab ins Bad und dann Kaffee. Leute, wir sehen uns später. Aber man denkt doch manchmal nicht so gleich daran. Ja, liebe Gäste, dann wünsche ich Ihnen heute erstmal eine angenehme Fahrt und einen schönen Ostersamstag im Naturpark Harz auf der Burg Falkenstein. Vielen Dank.
ihren Landsknechten ein warmer Sohnen. Das findet der Frieden, sehen wir dem Bauersmann das Wullenhemd vom Leibe und uns selber wieder an, und uns selber wieder an, unser lieben Frauen vom kalten Brunnen. Bescher uns armen Landsknecht ein warmer Sohnen. Jetzt wäre meine kleine Botung, meine kleine Erläuterung an dieser Stelle hier zu Ende. Wenn ihr möchtet, noch ein bisschen Zeit habt, weil es nämlich gar nicht zu spät ist, glaube ich, das Eisene Stahlhaus fährt euch 15.15 Uhr wieder nach unten zurück, ist das richtig? Ja. Hättet ihr vielleicht noch jetzt einige Minuten Zeit, euch noch von innen unser Museum und unser Burg anzuschauen? Das lohnt sich. Wer nicht ganz so gut zu Fuß ist, dem kann ich sagen, da drüben, na, da kennt sich einer schon aus. Da wäre wohl unsere schwarze Küche, die alte Küche. Nicht die alte Küche, nein, die alte Küche. Die könnt ihr euch auch gerne noch ein bisschen anschauen. Ansonsten würde es ins Museum hinein.